Hallo, wir sind wieder bei Harz Medicine und wir kriegen Besuch gleich in der fünften Schicht. Hallöchen, ratet mal, wer hier zur Nachuntersuchung kommt. Ich muss mal kurz telefonieren, Mädel. Bin gleich wieder da. Mädel, hallo. Wir haben hier eine stärkere Blutung als normal. Bree, nimmst du außer den Antibiotika, die ich dir verschrieben habe, noch weitere Medikamente? Also nur ein paar Diätpillen. Die Tabletten verhindern die Blutgerinnung. Allison, ich kann die Blutung stoppen, aber es ist wichtig, dass sie genug Flüssigkeit bekommt, bis sie die Pillen aus dem Körper rausgespült hat. Versuch, etwas gegen die Dehydrierung des Mädchens zu tun, indem du es zum Wassertrinken schickst. Okay. Warum muss man ihr... Nee, sie ist doch nur keine 5 mehr. Warum muss man ihr dann noch erzählen, dass sie... Ist hier nicht wieder irgendwie ein Gegenstand? Ja, offensichtlich nicht, wa? Wundert mich eigentlich. Ich dachte, da kommt jetzt noch wieder irgendein Gegenstand, aber bis jetzt scheint es ja. Warum muss man einem so alten Mädchen erzählen, dass sie sich was zu trinken holen muss? Sie hätte ich da hingesetzt und gesagt, hier komm. Das musst du austrinken, beeil dich, aber die schicke ich doch nicht alle 5 Minuten los, um. Wenn sie noch so jung ist, dass man ihr das noch erzählen muss, dann ist sie auch zu jung, um sie operieren zu lassen. Okay, ich habe das Schwein gehört, aber ich sehe es schon wieder nur aus dem Augenwinkel. Ich finde hier schon wieder kein Gegenstand. Komm, Brie. Offensichtlich muss man dir das erzählen. Brie-Käse. Man muss dem Käse offenbar noch erzählen, was er zu tun hat. Diätpillen. Das Mädchen. Das ist ja furchtbar. Warum hast du Bob auf dem Arm? Ja, okay. Wahrscheinlich ist Bob der Lover von euch allen. Und ihr seid dahinter gekommen, deswegen muss ich das jetzt überall wegmachen. Komm, Brie, du gehst nochmal wieder was trinken. Halt, du kommst hier mit hin. Auch ein Kind. Wah, ich hab ihn gehört, aber ich habe ihn schon wieder nicht gesehen. Dieses Meerschweinchen. Das macht mich wahnsinnig. Ich hab's gehört, aber ich hab's nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier einen Gegenstand finden kann, wenn ich ehrlich bin. Ich suche verzweifelt danach, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass es da einen gibt. Aber 100% sicher bin ich mir auch nicht. Alter, kann sie... Warum ist Allison manchmal so? Warum bin ich manchmal so? Okay, wo ist das? Ich find's schon wieder nicht. Okay, es wird diesmal eindeutig einfach nichts Wichtiges. Fucking Meerschweinchen nicht finde. Ich habe es bis jetzt immer nur gehört. Ich habe es noch nicht einmal gesehen. Für ein aufwendiges Tattoo hier. Ach so, Madame muss wieder was trinken. Blau, lila, grün. Nein.
denn da tiefer? Jetzt könnte das Schwein noch mal eine Runde um die Ecke gucken. Wahrscheinlich will ich es trotzdem nicht hören oder sehen. Ich einfach blind bin, wenn es um Meerschweinchen geht. Ist jetzt auch schon kurz vorm Ende, also ist da noch mal zu sehen, wird schwierig. Ja, scheiße, jetzt habe ich es zwar gesehen, aber ich habe es nicht mehr anklicken können. Scheiße, jetzt habe ich Oliver nicht gekriegt. Jetzt muss ich das wirklich nochmal machen, nur wegen Oliver. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Du kannst noch was trinken gehen. Du kannst hier hingehen. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn Oliver nochmal in den letzten 5 Minuten auftaucht. Was er aber nicht tun wird, wie ich, Scheiße. Die Blutung ist offenbar gestoppt. Ich glaube, wir sind aus der Gefahrenzone raus. Gefahrenzone? Was geht denn hier ab? Diätpillen. Das geht hier ab. Diätpillen? Noch so ein gefährliches Abenteuer, das sie ihrer Tochter aufgezwungen haben, damit sie in den Schönheitswettbewerben eine Chance hat, genau wie die Nasenoperation. Aber meine Tochter nimmt doch gar nicht an Schönheitswettbewerben teil. Meine Tochter hat sich die Nase beim Volleyballspielen gebrochen. Die Schönheits-OP war ihr Geburtstagsgeschenk. Sie hat es sich gewünscht. Komm, Bree, wir gehen. Und über diese Diätpillen reden wir nachher noch. Robin, wegen dem, was da passiert ist. Allison, ich kann dir nicht sagen, wie du dein Leben leben sollst, aber darf ich dir einen Rat geben? Natürlich. Als Arzt neigt man leicht dazu, sich auf die Probleme anderer Menschen zu konzentrieren, um die eigenen zu verdrängen. Meine Türe steht dir immer offen, wenn du reden willst. Ich bin in meinem Büro. Ich habe Oliver nicht gekriegt. Und das ist gerade voll deprimiert, muss ich das nur wegen diesem Scheiß Meerschweinchen nochmal spielen. Meerschwein! Okay. Nur wegen des Meerschweinchens. Machen wir das jetzt nochmal. Jetzt gucke ich gleich nach hier unten, wenn ich es quietschen höre. Die Einzige, die quietscht, bin ich wahrscheinlich. Hat seine Augen auch immer überall, aber nicht da, wo sie hingehören. Nicht bei der Suche nach Meerschweinchen. Ich muss auch ständig noch auf Bree gucken, dass die genug trinkt, ey. Man denkt ja, man hatte ein erwachsenes, halbwegs erwachsenes Mädchen vor sich, aber die kann nicht mal alleine trinken. Dass man die da immer wieder dran erinnern muss, das finde ich schon schlimm genug. Ach komm. Oh, Moment, Schwein. Jetzt habe ich Oliver gefunden. Sehr schön. Oh Gott, ich hab das blöde Schwein. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt auch. Jetzt kann ich hier deutlich entspannter rangehen. Also jedes Mal, wenn es quietscht, zucke ich zusammen wie so ein Herzinfarkt, ein Schwein. Hier ist irgendwo ein Meerschwein. Rot, blau. Ha, Bree, sag doch was. Kann sich eine Nasen-OP wünschen, aber kriegt's nicht hin alleine was zu trinken. Hallo? Geht denn mit der ab, ey?
Warum hat die schon wieder ein Herz zu wenig? Das gefällt mir schon wieder nicht. Bri gefällt mir auch nicht. Also, dass sie immer hier rumsitzt und komische Sachen macht. Also, gut. Rot, lila, grün. Nein, nein! Ach Gott, na gut, okay, das geht ja gar nicht. Gut, du dahin, du hierhin. Du hierhin? Brie, ich hab dich im Blick. Brie geht trinken. Brie ist ein braves Mädchen. Brie geht trinken, wie sich das für Käse gehört. Entschuldigung, aber ich muss bei Brie immer an den Käse denken. Katastrophe. Wie kann man sein Kind Bri nennen? Wenn meine Eltern mich Bri genannt hätten, dann wäre ich durchaus ausgeflippt. Dann hätte ich, glaube ich, echt einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wenn mich einer Bri genannt hätte. Die ist ein bisschen langsamer. Nee, nee. Grün, lila, rot. Warum müssen die so viele Pillen nehmen? Tätowierung. Tätowierung geklebt. Alter. Gerade noch? Knapper hätte es auch nicht mehr werden dürfen. Gib Bri. Komm, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Bri! Was kann ich hier so ständig erzählen? Geh dahin, Bri! Mach Käse! Das ist eine Katastrophe mit diesem Käse heutzutage. Aber das hatten wir schon. Schicht geschafft. Yay, ich habe auch Gott sei Dank das Schwein gefunden. Weiter. So, und jetzt? Ruth, es tut mir leid, wie ich mich auf Roberts Party benommen habe. Ich hatte kein Recht, dich so anzufahren. Schon vergessen, Liebes. Dieser Job kann manchmal einfach etwas zu viel sein. Besonders, wenn es einem persönlich nahe geht. Es ist nur... Ich könnte es nicht verkraften, noch jemanden zu verlieren, der mir nahe steht. War es dein Vater? Ach, Kleines. Du musst deinen Vater sehr geliebt haben, wenn es immer noch so weh tut. Denk dran, das ist am Ende alles, was zählt. Ich wünschte, ich könnte dir das unter besseren Umständen mitteilen, aber Robert ist letzte Nacht zu Hause gestorben. Er war bei seiner Familie und seinen Freunden. Er hat sie bis zum Schluss zum Lachen gebracht. Ich weiß, er würde immer noch wollen, dass du das hier bekommst. Ich will auch sehen. Allison, du kennst ja Chance schon. Er ist dann sein Bindungsspezialist. Chance, kannst du Allison heute mal rumführen?
Natürlich, Robin. Guten Morgen, Allison. Wie läuft dein praktisches Jahr soweit? Kurz gesagt, ereignisreich. Ah, dann habe ich genau das Richtige zum Stressabbau für dich. Ich habe ein paar Duftkerzen mit Pfefferminzgeruch für die Station besorgt. Vielleicht könntest du sie für mich anzünden, allerdings weiß ich nicht mehr so genau, wo ich sie überall hingestellt habe. Wie wär's mit, ich tue mein Bestes und wenn ich nicht alle finde, bitte ich um Hilfe? Wunderbar, mehr kann man nicht verlangen. Super. Tra-la-la-la-la-la-la. Hier oben stand auch eine. Komm, Mutti. Schaue dir die Haltung oben rechts an. Klicke alle Gliedmaßen an, die nicht in der richtigen Haltung sind. Prima. Wir machen Schwangerschafts-Yoga. Mir fehlt eine Kerze. Die hab ich auch. Mir fehlt irgendwo eine fucking Kerze. Ich weiß nur nicht wo. Hui, das ist schön. Aromatherapie kann eine starke Wirkung auf unser psychologisches und physisches Wohlbefinden haben. Für mich ist sie unersetzlich bei Yoga, Meditation oder einfach um genug Schlaf zu kriegen. Bitte nimm eine mit nach Hause. Natürlich, sehr gerne doch. Okay, der Vorteil ist ja, dass das, was nicht richtig ist, immer blinkt. Ansonsten wäre ich glaube ich ja schon manche Male. So, komm. Warte, warte, warte. Auch hier ist irgendwo ein Schweinchen. Da, da. Ich hab's gesehen. Ist das eigentlich echt so, dass man, das ist hier eine Waage. Ist das tatsächlich so, wenn man schwanger ist, dass man tatsächlich jetzt noch eine Waage gestellt wird? Ich war noch nicht schwanger. Ich habe ein paar Freundinnen gehabt, die schwanger waren. Da war ich selbst. Also, ja. Ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus. Ich meine, das mit den Tönen und so, das Herztönchen hören und so, das sehe ich ja noch ein, aber. Wird man da erstmal gewogen? Ich meine, man nimmt als Mutter doch auch zu. Also, auch durch Essen und so. Nicht unbedingt nur durch Schwangerschaft. Das finde ich ein wenig verstörend. Oh, die Mutti guckt ja sehr begeistert. Scheiß! Muss ja noch hierher! Ich kann Bock drauf, elender Verein hier. Also, so sah die aus, Entschuldigung. Das kam jetzt vielleicht gerade ein bisschen. Okay, du kommst. Hoch, du dahin. Alter, und sowas nennt sich dann also Yoga. Okay. Ich finde das eher seltsame Verein. Ich finde es auch sehr putzig, wie sie dann hier unten sitzen und da so Schwimmübungen auf dem. Entschuldigung. Oh Gott. Warum mache ich mich eigentlich ständig über das alles lustig? Hier ist es eigentlich eine sehr ernste Angelegenheit. Hier kann ich nichts. Na, 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 na. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich hier irgendwas. Nein, die Babys kann ich nicht anklicken. Hier kann ich nichts anklicken. Hier auch nicht. Alles klar. Das ist. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich hier dann nachher irgendwie so. Ja, und du hast das nicht gesehen. Und dann muss das schon wieder nochmal machen. Ich glaube, dann flippen hier einige auch langsam aus. So wie die Mutti da oben, die dann so voll begeistert guckt, so. Dann kommt so voll die Stimmung auf. Sagen wir ja nicht, so Sinn und Zweck der Sache ist. Okay, ich muss. Nein, ich muss noch da kommen. Und beide Beine ausstrecken. Dann war auch gut, dass die einen Rock anhat. Der dann kurzfristig zur Hose fungiert, damit man hier nicht zwischen die Beine gucken kann. Hast du gut gemacht, Allison. Du hast eine lange Unterbox an. Unter, das finde ich gut. Wird auch nicht kalt. Was laber ich eigentlich schon wieder für einen Scheiß?
tut mir sehr leid. Manchmal rede ich dummes Zeug. Leider war ich schon immer so. Kopf, Arm runter, der so. Das Bein wird angezogen, das angewinkelt. So. Tatsächlich mal selber Yoga gemacht. Das ist eigentlich sehr. Das ist echt anstrengend. Das traut man. Glaubt man am Anfang gar nicht, aber Yoga ist arschanstrengend. Warum gucken die Muttis eigentlich alle so muffig? Scheiß, wir schon wieder hier zur Untersuchung. Wir haben Bock drauf. So guckt die. Geht dir das Gesicht an? Die ist voller Begeisterung schwanger. Sie hat so richtig Bock auf ihr Kind. Oder guckt man als Schwangere so, wenn man wieder zu Thema, wenn man die Beine. Das haben die Mütter, glaube ich, zur Genüge geübt. Diese Stellung. Entschuldigung. Ha! Da war da halt doch einfach mal die Klappe. Nein, kann ich nicht. Konnte ich noch nie. Ich war schon immer sehr schlecht darin, die Klappe zu halten. Yay! Wir haben Goldherzen bekommen. Das ist hervorragend. Meerschweinchen gefunden. Sehr schön. Die Babys. Schicke Leute zu den Babys, um ihren Gesundheitszustand zu stabilisieren. Tipp, du kannst 2 Patienten gleichzeitig dorthin schicken. Yay, Babys sind so putzig. Okay, war jetzt gerade ein bisschen, war für mich gerade erstaunlich, dass das so flup, flup, flup ging gerade. Okay, wir müssen Babys wickeln. Achso, nee, komm, erstmal muss die da weg. Ich suche nach Gegenständen. Zum Ultraschall, bitte. Die Dame kommt auch einmal bitte zum Ultraschall. Die Dame einmal bitte zum Yoga. Einmal zum Zahlen, bitte. Ist hier echt kein geheimer Gegenstand? Der ist ein Schwein angelaufen. Schwein. Ist hier echt kein geheimer Gegenstand oder bin ich einfach nur zu blind? Oftmals sehe ich die Gegenstände aber auch echt einfach nicht. Entschuldigung, da schreit ein Baby. Das geht so nicht. Sehe ich denn hier was nicht oder bin ich... Wahrscheinlich bin ich einfach blöd. Da findet Allison mal einfach nicht hin. Ich finde hier keinen geheimen Gegenstand. Ich habe auch das Schwein noch nicht gefunden. Das macht mir langsam... Schwein habe ich. Geheimgegenstand sehe ich jetzt nicht so. Oh, ich habe Angst, ich habe zugenommen, ich bin schwanger. Plüng.
Ich sehe hier doch schon wieder irgendwas nicht. Flickst du Axt nochmal? Was sehe ich denn hier nicht? Hier ist auch nichts. Menno, 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 Menno. Ich sehe das kommen. Wir müssen das Level nochmal machen, weil ich hier wieder irgendeinen Gegenstand nicht gesehen habe. Warum niesen die Mütter eigentlich alle so? Irgendwie sieht das nicht gesund aus, was die... Die sind alle so... nies. Gesundheit und so, weiß ich auch nicht. Hier ist nichts, hier ist einfach nichts. Vielleicht steht da auch... Ja, nee, da war auch kein geheimer Gegenstand. Tut mir leid, dass du dich da so nach dusselig gesucht hast. Da fliegen die Herzen nur so, das finde ich eigentlich recht lustig. Hier ist auch echt nix. Alter, gerade mit dem letzten Herzen noch. Meine Güte, wie sind die Abstände zwischen den Wehen? Es liegen immer noch 10 Minuten dazwischen, aber... Schatz, du bist nur nervös. Lass uns wiederkommen, wenn die Wehen häufiger kommen. Du hast bestimmt recht. Schauen wir uns das mal an. Die Nabelschnur hat sich um den Hals des Babys geschlungen. Wir müssen es sofort rausholen. Allison, ich werde deine Hilfe brauchen. Das kann ich nicht. Ich hab noch nie... Schnell, tu genau das, was ich dir vormache. Atmen, atmen. Eigentlich mache ich doch eher mehr eine Herzmassage, weiß ich nicht. 6 Stunden später. Ach du Scheiße. 6 Stunden später. Atmen, atmen. Alles wird gut. Alles wird gut, Mami. Oh, da ist das Baby. Oh, ist das putzig. Mr. und Mrs. Henriquez, Sie haben eine gesunde Tochter. Wee! Entschuldigung. Nee. Da war wirklich kein... Oh, das Minispiel liebe ich. Versuche, den Herzschlag des Babys aufzuzeichnen, damit die werdende Mutter einen ersten Blick auf ihr Baby werfen kann. Das ist voll schön. Hier habe ich voll schnell alles zusammen. Hier fehlt wieder nur noch 75. Und dann gucke ich mal, mir fehlt... Ich weiß gar nicht, wo mir noch was fehlt, aber das kriege ich dann auch noch zusammen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.